ein bisschen aufgeregt. Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich mir überlegt, in den Palmengarten zu fahren. Also ich werde das morgen machen, aber ich werde heute schon ein bisschen was vorbereiten. Ich werde mir jetzt raussuchen, welche Materialien ich alles mitnehme, was ich mir so vorstelle, in welchem Stil ich malen möchte. Und da möchte ich euch ein bisschen noch mitnehmen. Und dann geht es morgen dann zusammen in den Palmengarten. Ich freue mich. Sicher, ob ich vielleicht auch Wasserfarben mitnehmen möchte. Ich will natürlich aber auch keinen Wasserbecher haben. Deswegen bin ich am Überlegen, die Wassertankpinsel hier mitzunehmen. Wie man sieht, habe ich tatsächlich auch nur den einen benutzt. Müsste ich jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Müsste ich immer mit Wasser füllen. Das fände ich, glaube ich, ganz cool, wenn man wenigstens so ein bisschen Farbe mit reinbringt. Ja, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich habe jetzt mal nur die beiden kleineren aufgefüllt. Den ganz großen, denke ich, werde ich... Den hier. Den werde ich wahrscheinlich auch nicht benötigen. Deswegen probiere ich es jetzt mit den beiden aus und gucke mal auch, dass ich den hier auch sauber bekomme. Und ja, ich bin sehr gespannt. Das wäre natürlich richtig cool. Okay, komisch. Bei dem ist gar kein Wasser drin. Aber bei dem hier ist auf jeden Fall Wasser drin. Oha. Das funktioniert ja richtig gut. Okay, ja, die nehme ich definitiv mit. Und ich glaube, das ist eine coole Sache auch für London. Da nehme ich euch auch mit. Und da ist es, glaube ich, auch ganz cool, wenn man so ein bisschen Farbe mit in die Bilder reinbekommt. Also, den werde ich noch auffüllen. Den werde ich auch einfach mitnehmen, damit ich zwei habe. Einfach, weil ich den nicht so auswaschen kann in dem Sinn. Damit ich ein bisschen auch mit den Farben gucken kann. Den so grün-blau und den so diese gelb-rot-braun-Töne vielleicht. Ja, cool. Den muss ich jetzt noch auffüllen. Was haben wir noch? Jetzt habe ich hier noch solche Stifte. Finde ich irgendwie unpassend von der Farbe her. Den hier fand ich ganz cool. Aber ich finde den von der Spitze schon fast zu dick eigentlich. Also ich glaube für morgen weiß ich nicht, ob ich den mitnehmen soll. Ich habe ja hier genug andere, aber der ist vielleicht nochmal ein bisschen heller. Das wäre vielleicht nicht schlecht, auch ein bisschen für hellere Schatten. Das ist, glaube ich, finde ich ganz cool. Ansonsten nehme ich einen von dem Medium mit. Das waren die hier, die nicht mehr so gut gemalt haben. Der feine. Den finde ich ganz gut, weil der ist ein bisschen dicker als die Fineliner. Deswegen mag ich das. Die Fineliner kommen mit und der dicke, der ist halt richtig geil, um gute Schatten reinzubekommen. Der kommt auch mit. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich so einen Posca-Stift mitnehme. Da ist aber halt das Problem... Ich habe halt Angst, dass der mir ausläuft. Der ist auch fast leer. Aber ich habe dann Angst, dass ich mir ein bisschen mein Skizzenbuch damit versaue. Okay, jetzt funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich finde es ganz geil für Highlights, also Gelstifte, die noch gut sind. Oh, oh wow. Okay, die funktionieren wesentlich besser. Dann nehme ich doch lieber einen von denen mit. Den ersten fand ich jetzt gut. Oh, der hat gar nicht mehr. Dann würde ich mir den hier mitnehmen. Ah, ich habe hier noch einen feinen. Ich glaube, den finde ich besser als den extra feinen. Obwohl. Ach, der kann einfach da bleiben. Das hier ist jetzt so ein Graphitstift. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. Weil man dafür jetzt auch nicht unbedingt einen Spitzer braucht. Und ich nehme mir meinen Druckbleistift mit. Ja, es hat einen ganz normalen Bleistift. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was da für eine Spitze drin ist. Gut, was haben wir noch? Ach so, hier. Filler. Ich fände es irgendwie cool, damit was zu malen. Oh, wow. Der ist so alt, das Gummi klebt total. Aber der funktioniert sogar noch. Ja, okay, der ist leer. Das ist meiner aus der Schule, aber ich glaube, ich kann den wegschmeißen, weil, wie gesagt, das... Gummi vorne löst sich schon an. Es klebt total. Dann kommt der in Müll. Aber so ein Füller, das wäre ganz cool. Das habe ich schon öfter gesehen, wenn die Leute so mit
Tinte malen, sieht es immer richtig cool aus. Ich glaube, mehr coole Sachen habe ich jetzt nicht. Ich würde, denke ich, nochmal einen schwarzen Buntstift mitnehmen. Obwohl, brauche ich das? So viel Schwarz jetzt hier. Ich bin mir unschlüssig. Aber ich glaube, ein schwarzer Buntstift ist nie verkehrt. Radiergummi-Stift. Was ich aber noch suche, sind ganz normale Bleistifte. Naja, da kommen wir der Sache doch schon näher. Ja, so ein 2B hätte ich ganz gerne mitgenommen, weil der ist hier gar nicht drin. Ach, doch, da. Da ist der 2B. Ist der noch lang genug? Oh, hab ich noch einen längeren. Haha. Da haben wir doch einen. Nehmen wir noch einen. Ein 6B habe ich jetzt noch rausgeholt. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo ich noch eine Spitze habe. Aha. Da haben wir doch einen. Was ist hier noch alles drin? Ah, hier sind doch die Ersatzminen für den Druckbleistift. Nee. Das brauche ich alles nicht, aber eventuell nehme ich das Mäppchen mit, das ist nämlich größer. Den würde ich zwar auch mitnehmen, ich finde den zwar nicht so gut, aber egal, ich würde den einfach halt vorsichtshalber mitnehmen. Ich habe ja auch eigentlich nur zwei Stifte, die ich damit spitzen möchte. Radiergummi packe ich jetzt auch mal mit ein. Druckbleistift mit Ersatzminen, schwarzer Stift, Radiergummistift. Dann der Graphitstift, das ist tatsächlich auch ein 2B, Uhuhu-Marker. Dann die beiden Fineliner, das ist einmal der von Faber-Castell in 0,3 und einmal der von Vincent & Newton in 0,1. Dann habe ich hier die Handlettering-Stifte von Lebenskompass. Das ist einmal Medium, Extra Fine und Brush. Ah, und Fine. Und dann haben wir noch den Gelstift, das ist der Jelly Roll 10. Sitzt hier langsam auch ein bisschen eng. So, das kommt dann nach oben. Und dann kommen noch hier die beiden Wassertankpinsel rein. Und dann hoffe ich mal, dass es zugeht. Ach, perfekt. Dann packe ich mir das hier noch ein. Das war mal der Pinsel. Also den kann man so zusammenstecken. Aber ich weiß leider nicht, wo der Rest vom Pinsel ist. Also kann ich den auch hier lassen. Und zu guter Letzt mein Skizzenbuch von der Marke Hahnemühlen. Ich habe hier die Größe A5 mit getöntem Papier. Und wie ihr seht, habe ich da schon einiges reingemalt. Aber ich möchte die letzten paar Seiten ja auch noch füllen. Und ich dachte mir, das wäre ganz cool, ein bisschen was im Palmgarten zu malen. Es müssen jetzt keine ganzen Landschaften sein, sondern auch vielleicht kleine Bildchen. Einfach so ein paar Übungen. Das finde ich ganz cool. Ich würde gern auch so in die Richtung Urban Sketching gehen. Vielleicht gar nicht so viele Details. Bisschen so, wie nennt man das, so rougher. Weiß ich, wie man das auf Deutsch sagt. Ja, ich werde euch vielleicht hier auch ein paar Bilder einblenden von Pinterest. Dann seht ihr es, was ich ungefähr meine, wie ich es mir vorstelle. Und dann können wir mal am Ende gucken, ob ich das so hinbekommen habe oder nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Guten Morgen. Ich habe jetzt eben ein bisschen schon gegessen und die Augenpads runter gemacht. Was die zwei da treiben, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aria. Ich werde mich jetzt endlich mal fertig machen und dann geht's los in den Palmgarten. Ich habe eben gerade auf der Webseite vom Palmgarten gesehen, dass es momentan eine Ausstellung gibt und ich glaube, die ist richtig cool. Also es geht um die Insektenwelt, dass wir ja halt nicht so gut mit den Tieren umgehen und wie das eine Auswirkung auf uns haben kann. Und da haben halt auch super, super viele Künstler dran teilgenommen und auch eine Kunstschule wohl. Also es gibt wohl Fotografie, Gemälde gibt es gibt Skulpturen. Also ich bin sehr gespannt, ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Und vorweg nochmal kurz, ich bin nicht irgendwie gesponsert vom Palmgarten oder so. Ich hoffe, dass ich mit meinem ganzen Kram und meinem Stativ da überhaupt reinkomme, dass die das nicht irgendwie komisch finden. Ich mache mich jetzt mal fertig. Ich bin in
eins fertig. Ich muss jetzt noch die letzten paar Sachen einpacken. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Eigentlich wollte ich ja auch schon um 9 Uhr da sein, wenn die aufmachen. Wir haben jetzt 8:45. Bin ich halt erst um 10 da. Ist auch nicht schlimm. Ja, ich habe ja heute auch nichts mehr vor, also ist das ja ganz entspannt. Ich kann ja so lange bleiben, bis die zumachen, theoretisch. So lange will ich aber gar nicht bleiben. Aber ich freue mich. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Vor allem halt so wegen dem Filmen in der Öffentlichkeit. Ich finde es manchmal immer noch ein bisschen so... Aber ja, ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen und ausprobieren. Ich bin jetzt auch mal ready. Ich bin so aufgeregt. Das kann ich euch gar nicht vorstellen. Ich weiß, es kommt vielleicht ein bisschen so lächerlich rüber. So, ja, fahr da einfach hin, mal da ein bisschen. Aber ja, so dieses... alleine irgendwo dann stehen und malen und dann sich dabei auch noch filmen oder so. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen überfordernd. Und vor allem ist es ja dann auch so, die Leute sehen das ja. Und dann gucken die ja vielleicht. Und es muss ja dann gut sein, was man da so malt. Weil, also, wisst ihr, was ich meine? Also, dann noch mehr Druck. Deswegen, ich guck mal, vielleicht werde ich am Anfang erstmal ohne Kamera malen und nur so ein bisschen Ausschnitte zeigen und mich rantasten. Ich gehe jetzt. Stativ ist auch am Start. Oh. Alles so schön. Das kann man gar nicht einfangen, alles hier auf der Kamera. Ich habe mir jetzt die Ausstellung fertig angeguckt und war ja eben noch im Palmenhaus. Das habt ihr ja jetzt auch gesehen. Ich muss nur sagen, im Palmenhaus sind mir zu viele Pflanzen und ich kann da nicht nur eine Sache malen, weil also mir ist das zu unruhig dann alles. Also das kriege ich tatsächlich noch nicht so hin. Aber jetzt bin ich hier draußen und hier, das sieht richtig, richtig schön aus. Wow. Die ganzen Blumen hier, das ist der Wahnsinn. Ich finde es richtig schön und es ist so ruhig. Es ist auch noch nicht so viel los. Aber gut, es ist auch Dienstagmorgen, 11:30. Also richtig schön, wenn ihr in Frankfurt seid, dann geht auf jeden Fall mal in den Palmgarten. Das, ich finde, einen Besuch wert. Und ich muss jetzt mal gucken, wo wir endlich mal anfangen. Ich habe doch gar nichts gemalt und schon so viel gefilmt irgendwie. Meine allererste Zeichen für heute. Ich habe das Ganze jetzt eben nicht mitgefilmt, weil ich mich erst noch ein bisschen dran gewöhnen muss.
erstmal so ein bisschen reinkommen will. Ich versuche aber dann jetzt, ab jetzt ein bisschen mehr mitzufilmen. Leider muss ich auch mal gucken, ob ich irgendwo noch mein Handy laden kann, weil ich habe jetzt nur noch 45% Akku. Und ich habe keine Powerbank mitgenommen. Yay! Ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht sie noch mit in das Buch reinzumalen. Ich finde das echt ganz cool. Ich weiß zwar gar nicht, wer sie ist. Guck mal, ob ich das herausfinde. Aber ich glaube, das würde ich mit Bleistift malen. Erstmal. Und dann kann ich ja immer noch mit Fineliner oder sowas reingehen. Oh, und ich sehe gerade, da hinten ist ein kleiner Brunnen. Es ist auf jeden Fall so, so, so schön hier. Okay, ja, ich habe schon wieder gemacht. Ich habe ohne euch gemalt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es als fertig erachte. Aber ich werde mich jetzt mal kurz hinsetzen und ein bisschen was essen. Und im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich ganz schön. Nur das Gesicht finde ich nicht so gut. Wenn ihr das riechen könnt, es riecht alles nach Rosen. Alles riecht nach Rosen. Es ist so schön. Ich finde, es sieht so cool aus. Ich glaube, ich war noch nie im Sommer hier. Wenn wenigstens auch mal was blüht. Also, sehr zu empfehlen. Kommt auf jeden Fall mal hierher. So, als nächstes möchte ich den Topf malen und ich glaube, da hole ich ja meine Wasserfarben raus, weil ich will auf jeden Fall mit dem noch was malen. Aber ja, ich muss mal gucken, wie ich es für euch mitfilmen kann, wo ich jetzt hier das Stativ hinstelle. Ich habe jetzt hier alles schon rausgelegt. Ich glaube, ich werde es hier auf die Seite mit drauf malen. Dann vielleicht noch so andere Blumen drumherum. Ich werde den da relativ mittig hier hin machen. Ich glaube, das wäre ganz cool. Guck mal, wie schön es hier ist. Da war ich gerade und da war ich vorhin drinne. Da müsste die Ausstellung gewesen sein und dieses Palmenhaus. Und ich bin tatsächlich noch nicht weit gekommen. Hier ist das Tropikarium. Das sind die Tropen, genau, das sind die Tropen. Aber wir machen jetzt erstmal das. Okay, super, ich glaube, das passt so. Der Plan ist, mit dem zuerst ein bisschen vorzumalen und dann mit der Farbe reinzugehen. Der ist nämlich auch wasserfest, deswegen hoffe ich, dass das funktioniert. Ich würde sagen, das hat super geklappt. Hat auch super viel Spaß gemacht. Ja, ich werde jetzt mal weitergehen, weil ich habe, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte gesehen. Ich komme hier gar nicht vorwärts. Und Akkustand ist bei 22%. So, jetzt gehen wir in das Tropenhaus und ich hoffe, dass ich noch ein paar Kakteen malen kann. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ich komme hier echt aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich finde, das sieht alles so cool aus. Ich meine, wann sieht man das mal in so einem Ausmaß? Wie viele Kakteen hier sind. Ich glaube,
Ich habe meine Opfer gefunden, die ich male. Also ich finde es ja ganz cool, aber ich glaube, wenn man nicht hier gewesen ist oder den Vergleich nicht sieht, weiß man absolut nicht, was es ist. Aber wie gesagt, ich mag's. Das habe ich jetzt auch mir noch hier von da geklaut. Aber vielleicht muss ich ein bisschen was in den Rücken machen. Ich weiß nicht was. Oder wie? Aber ich glaube, man erkennt gar nicht, dass es Kakteen sind. Egal, ich lasse es jetzt so. Und ja, der hier war sehr haarig. Das ist der da. Sehr viele Haare. Weiter geht's. Immer noch das Problem mit meinem Akku. Also ich habe jetzt glaube ich 16% und ich muss jetzt echt mal auf die Suche nach einer Steckdose gehen, weil sonst wird das nichts mehr. Okay, wow, wie cool sehen diese Blumen bitte aus. Ist das Hibiskus? Weil hier steht jetzt ein Schild, hier gibt es ein Café und eine Toilette. Und meine Hoffnung ist, dass es da dann auch Steckdosen gibt. Also wahrscheinlich eher im Café, nicht in der Toilette, aber mal sehen. I did it. Hast du eine Steckdose gefunden? Und jetzt habe ich mir noch einen Tee geholt. Ich glaube, das hätte man nicht machen müssen. Hier ist irgendwie los, weil alle draußen sitzen. Wenn ich jetzt hier noch gebunden bin an die Steckdose, kann ich hier auch noch ein bisschen was malen. Und ich habe mich dazu entschieden, hier diese Blumen nochmal anzumalen, damit die ganze Seite ein bisschen bunter wird. Vielleicht ein bisschen mehr den Hintergrund, dass das noch ein bisschen grün dazwischen ist. Also die Wassertankpinsel sind jetzt gar nicht mehr ganz voll. Also den hier habe ich schon relativ leer gemalt. Ich meine, gut, da passt jetzt auch nicht so viel rein. Bei dem sieht man es schlecht. Ah, der ist bis hierhin voll. Aber ich denke, das ist jetzt kein Problem. Hier sind ja auch Toiletten, da kann ich auch nochmal auffüllen. Aber ich bin sehr zufrieden damit. Also das ist richtig gut. Funktioniert super. Ah, und Zwischenstand-Akku ist jetzt bei 38%, also es geht bergauf. Der Stift, mit dem ich das gemalt habe, ist wohl nicht wasserfest. Das war einer von denen hier. Verdammt, shit. Aber ein bisschen Farbe muss ich jetzt trotzdem noch überall reinmachen. Weil sonst sieht es ja ein bisschen dämlich aus, wenn ich jetzt nur drei Blätter anmale. Der Vorteil jetzt hier, ich muss kein Dunkelrot mischen, weil es sich mit dem Schwarz mischt. Ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich bin jetzt zum Schluss dann noch mal ein bisschen mit Gelb rein. Es ist auch noch nicht ganz trocken. Aber ich finde, es hat was. Sieht ganz cool aus. Mit diesem Rahmen, den ich jetzt so gemacht habe, ich mag's. Ich werde jetzt noch mal. Ich glaube, die male ich einfach auch mit an. Dann ist die Seite komplett bunt. Ich muss noch mal gucken, ob die jetzt
Ich glaube, die waren so orange. Ja, ich glaube, ich mal die orange-gelb, sowas in dem Dreh. Und die Türme brauche ich jetzt nicht so viel aufpassen. Weil, da ist es ja der Feind leider, der verwischt mich. Der ist ja wasserfest. Auf jeden Fall möchte ich eigentlich gerne hier noch etwas malen, damit die Blumen, die ich hier gemalt habe, nicht. Ups, ich bin verwischt. Damit die nicht so abgehackt sind, weil ich habe die ja wirklich einfach so. Die hören ja nichts auf. Und ich will unbedingt noch eine Landschaft malen. Also, dass ich jetzt die nächste Seite. Ach, das habe ich auch schon. Aber dass ich hier vielleicht so wirklich nochmal ein bisschen mit Grün und vielleicht mit einem See. Hier gibt es ja ganz viele noch. Das wäre einfach cool. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das auch anmale. Aber ich glaube, ich lasse es. Ich lege jetzt hier so ein Zebra dazwischen und ich bin mal gespannt, ob das die schlechteste Idee oder die beste Idee ist, die ich habe. So, hier ist das Café nochmal von außen. Das sieht halt richtig, richtig schön aus, finde ich. Das heißt auch irgendwie Villa oder so. Also mega cool. Ich habe jetzt 47%, also sollte das jetzt erstmal reichen. Und wenn nicht, komme ich halt einfach nochmal hierher, weil das hat bis 17 Uhr offen. Also diese großen roten Töpfe stehen hier auch überall. Ich dachte, das wäre was Besonderes gewesen, als ich es gemalt habe. Jetzt stehen die einfach an jeder Ecke. Ah. Aber trotzdem voll schön. Vielleicht male ich sogar dieses Haus, weil ich finde, es sieht so cool aus. Mit den Blumen dann davor. Und den Palmen, das wäre auch ein cooles Urban-Sketching-Motiv, finde ich. Ach, da gehe ich jetzt auch noch mal rein. Was für eine Blume. Ach Gott, ich komme aus dem Staunen da raus. Okay, im Ernst, kann ich bitte hier wohnen? Darf ich da einziehen? Super, danke. Okay, wow, wie riesig sind diese Blätter bitte? So im Gegensatz zu meiner Hand. Das ist schon krass. Ich kann, wie gesagt, das sieht so cool aus. Das sieht schon cool aus. Ich glaube, das ist nochmal eine Skizze wert. Man kann sich hier nur leider nirgends hinsetzen. Also hier sind keine Bänke oder so. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier einfach auf den Boden setzen kann. Obwohl, ich habe ja eigentlich die ganze Zeit gesessen. Also eigentlich kann ich auch stehen, ne? Ich müsste mal gucken, aus welcher Perspektive ich das am schönsten finde. So vielleicht? Man sieht leider aus keiner Perspektive die Flügel richtig. Man sieht es dann in der Spiegelung, die gehen nämlich so hoch. Aber das ist schon mega cool. Ich bin fertig. Und ich finde, es ist richtig cool geworden. Ich habe es mit dem Fineliner vorgemalt und mit dem grauen Uhuhu-Marker, den ich dabei habe, habe ich es ausgemalt. Ich bin nicht der Pro in Marker malen, also, ne? Aber ich mag's. Ist sie nicht cute? Die kleine Biene. Ah! Ich find's schon süß. Ich habe auch eben schon Komplimente bekommen von den Leuten, die vorbeilaufen. Aber tatsächlich interessiert es nicht so viele Leute, was man macht. Also, es ist eigentlich scheißegal, ich hätte auch mitfilmen können. Ich glaube, es hätte keinen interessiert. Aber so mit Stativ neben einstellen bin ich immer noch nicht so.
Wir haben jetzt 4:15. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange hier bleiben werde. Sag ich ehrlich, ich dachte, ich bleibe vielleicht 2 Stunden oder so. Ich bin seit 11:30 hier. Nee, sogar länger. Ich bin ja, da war ich gerade aus dem Palmenhaus draußen. Also muss ich um 11 hier gewesen sein ungefähr. Ja. Ich lieb's. Ich weiß, dass nicht alles hier perfekt ist, was ich male. Und jetzt nicht das größte Kunstwerk aller Zeiten ist. Aber es macht super viel Spaß und ich finde, wir müssen halt auch alle irgendwie lernen, diese Dinge. Das kommt nicht von heute auf morgen und das geht eben nur halt auch, wenn man, ich sag mal, nicht so gute Sachen malt. Und ich fand's mega cool. Also macht es auf jeden Fall mal, dass ihr euch irgendwo hinsetzt und malt. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt gucken, was ich noch so malen kann. Das Haus, was ihr vorhin gesehen habt, da kann man sich nicht so gut hinsetzen, dass man da eine gute Perspektive hat zu malen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das malen möchte. Ich gucke jetzt noch mal vorne bei den Teichen und auch die Seerosen, die ich vorhin gefilmt habe, die fände ich halt auch richtig cool. Vielleicht male ich da noch was von. Die machen aber tatsächlich auch um 19 Uhr zu. Ich muss mal schauen. Langsam kriege ich auch Hunger. Ich habe mir nicht so viel eingepackt, weil ich mir dachte, brauche ja nicht. Deswegen, ich muss mal schauen, wie lange ich das jetzt noch durchhalte. Ja, aber ich finde, bis jetzt läuft's gut. Ich bin sehr glücklich. Ich gucke jetzt einfach mal weiter. Ich habe jetzt leider gar nichts mehr gefunden, was ich gerne malen würde. Ich finde es super schön hier alles. Eigentlich könnte ich alles malen, aber dafür muss man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich glaube, ich werde jetzt langsam auch mal nach Hause fahren. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und ich kann euch sehr ans Herz legen, sowas mal zu machen. Also geht mal raus, malt ein bisschen draußen. Wenn es nicht der Palmgarten ist, dann habt ihr bestimmt auch irgendwas Schönes bei euch in der Stadt. Aber Palmgarten kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich bin nicht gesponsert, auch wenn das sich vielleicht so anhört, aber ich fand es echt schön hier. Ja, deswegen dann bis zum nächsten Mal. Ciao!